Herr Doktor. Nicht, wenn jemand kommt. Heute nicht mehr. Erst am Montag wieder. Du? Ich wollte nicht weiter stören. Warte doch! Schönes Wochenende! Ich kann dir das alles erklären! Lassen Sie den Hund drin! Machen Sie die Tür auf! Bleib hier! Mal! Das gibt's doch nicht! Ich wollte doch nur! Noch mal, kommen Sie zurück! Was soll der Quatsch? Machen Sie auf! Hilfe! Morgen, Herr Pohl. Morgen, Herr Schiller. Morgen, Frau Möbius. Morgen, Chef. Morgen, Frau Möbius. Morgen. Schon wieder morgen? Morgen, Frau Möbius. Morgen, Herr Direktor. Morgen, Strobel. Weitermachen. Weitermachen. Guten Morgen, meine Herren. Verdammt, da schon wieder. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit, aber ich kriege nur Fehlermeldungen. Da, haben Sie es gehört? Hey, Frau Möbius, was ist? Gibt's Kaffee? Ich muss Schluss machen, mein Chef. Aber lassen Sie sich was einfallen, ja, wenn Sie mit uns ins Geschäft kommen wollen. Die neue Software von Frau Möbius. Nicht mal die Heinis vom Hersteller kriegen raus, wie sie es gerne hätte. Wo ist Frau Möbius? Keine Ahnung. Was? Schon 9:30? Wohl. Was heißt hier keine Ahnung? Seit 21 Jahren betrete ich jeden Morgen durch diese Tür das Büro der Mordkommission 2. Und an diesem Tisch sitzt Frau Möbius und sagt, guten Morgen, Chef. Und bringt mir meinen ersten Kaffee mit Magermilch und 4 Stück Zucker. Ja, schon, aber... Seit 21 Jahren, Paul. Und da kommen Sie und haben keine Ahnung. Werfen Sie die Kaffeemaschine an und verbinden Sie mich mit Frau Möbius. Was stehen Sie da? Haben Sie Tomaten in Ordnung? Bohnen, Chef. Bohnen heißt das. Tomaten hat man auf den Augen. Bohnen, Tomaten, Pol. Mit dieser Einstellung werden Sie es bei der Kripo nicht weit bringen. Sie hätten Gemüsehändler werden sollen. Die dümmsten Bauern haben immer die dicksten Kartoffeln. Strobel, Mordkommission. Könnte ich bitte Frau Baronin von Auenfeld sprechen? Chef. Pohl! Gehen Sie aus der Leitung, Herrgott, nochmal. Sie sind auf Leitung 1, Chef. Sie müssen Leitung 2 drücken, wenn Sie eine Amtsleitung wollen. Legen Sie auf, bevor ich mich vergesse, ja? Schicken Sie mir Schubert rüber. Schubert hat eine Postkarte geschickt. Liegt auf Ihrem Schreibtisch. Postkarte? Von wo, um Gottes Willen? Bad Gastein, seine Galle. Steine so groß wie Mottenkugeln. Herr Pohl? Herr Pohl! Haben Sie das schon gelesen, was dieser Trottel vom Dorfpolizist, irgendein Kommissar S. da den Pressefritzen erzählt hat? 2 Tote in der Sauna von der Schönheitsfarm der Baronin Auenfeld. Und der glaubt, das war ein Unfall. Aha. Ja, ich war da. 97. Auf Hollywood-Diät. 4 Kilo bin ich losgeworden. In der Sauna habe ich persönlich entschlackt. Gemischte Sauna. Kann ich Ihnen sagen, da war was los. Und dieser Dr. Majakowski, den Sie da tot gefunden haben, der war der Schlimmste. Irgend so eine Lipo-Dings da wollte der mir aufquatschen. Sie wissen schon, da saugen sie einem mit einem Staubsauger das Fett aus den Hüften weg. Aber unsere Beamtenersatzkasse zahlt ja für sowas nicht. Liposuktion heißt sowas, Schilling. Egal. Jedenfalls, das ist mein Fall. Ich kenne die Frau Baronin persönlich. Sehr attraktive Person. High Society. Der Chef telefoniert gerade mit ihr. Ja, bitte? Ah, Frau Müller-Graf-Kleditsch. Pohl hier, könnte ich bitte Frau Möbius... Meine Tochter ist auf Urlaub. Wie bitte? 27 Tage Resturlaub. Das tun Sie mal nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Am Freitag war Ihr letzter Arbeitstag. Davon ist mir nichts bekannt. Na, dann sehen Sie mal auf dem Schreibtisch von Ihrem Chef nach. Da liegt der Antrag nämlich schon seit Wochen. Jedenfalls können Sie mit meiner Tochter erst wieder nach Ihrem Urlaub rechnen. Frau Müller-Graf-Kleditsch. 27 Tage exklusive Wochenenden und die Feiertage. Jawohl. Und eine Urlaubsvertretung für diese Zeit hat meine Tochter auch schon beantragt, wie es sich gehört, nicht? Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe nämlich eine Linzertorte im Ofen für meinen Damenkanaster. Heute Mittag. Wiederhören. Gut so? Einsame Klasse. Da
Trotzdem finde ich es schade, dass du nicht irgendwo hinfährst. Florenz, die Offizien oder Madrid. Oder warum nicht auf die Seychellen? Frau Schmidhammer war 4 Wochen lang dort. Von mir aus hätte sie auch da bleiben können. Die mogelt immer beim Kanaster. Ich mache Urlaub auf dem Balkon, Mutti. Die Seychellen kann ich mir sowieso nicht leisten. Mein Gehalt reicht höchstens bis Travemünde. Ja, weil dir dieser Herr Möbius deine Karriere versaut hat. Na ja. Für manches Gute reicht es ja trotzdem. Und deshalb gehen wir heute ganz toll essen, ja? Currywurst am Bahnhof. Mutti. Ja, ist ja gut. Ich meine es nicht so. Aber wenn du schon mal Urlaub hast? Ich will schon was unternehmen. Nur mit der Mordkommission 2 möchte ich, wenn möglich, nichts zu tun haben. Gibt's noch Kaffee? Aber sicher. Gib her. Und die Zeitung, bist du so nett? Kommt sofort. Ach, endlich mal wieder jemand zum Verhöhnen. Wie damals, als du die Windpocken hattest. Mutti. Sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Urlaub? Was soll das heißen? Urlaub, wie in Ferien. 27 Tage. 27 Tage? Frau Möbius, davon müsste ich doch etwas wissen. 27 Tage, das geht doch nicht. Das ist kein Urlaub, das grenzt schon an frühzeitige Pensionierung. Und so weit ist Frau Möbius noch lange nicht. Herr Hauptkommissar. Hier, 27 Tage. Aber nicht unterschrieben von mir. Demnach völlig gegenstandslos. Herr Hauptkommissar, der Doppelmord auf der Schönheitsfarm, Gut Auenfeld. Wir sollten uns da, finde ich, einschalten. Die Kollegen vor Ort sind, fürchte ich, völlig überfordert. Mord? Wie kommen Sie auf Mord? Das liegt doch auf der Hand. Hier. Nach Angaben von Kommissar S. handelt es sich um einen tragischen Unfall, der auf Versagen der Klimakontrolle zurückzuführen ist. Ja, das ist doch ein Witz. Ich meine, wer schließt sich schon freiwillig übers Wochenende in der Sauna ein und dreht dann auf volle Pulle? So? Und wer sagt, dass die Sauna abgeschlossen war? Saunen hatten nämlich keine Schlösser. Und woher wollen Sie wissen, wie hoch die Temperatur war? Waren Sie etwa dabei? Nein, das nicht, aber... Aber ich, Schilling, was glauben Sie, was ich einen lieben langen Sonntag gemacht habe? Sie waren auf der Schönheitsform? Auf persönlichen Wunsch von Direktor Heimeran. Dessen Gattin unseligerweise derzeit dort geliftet wird und somit praktisch Zeugin des Unfalls war. Kommissar S. Das sind Sie! Diskretion, Schilling, Diskretion. Strobel, da weiß doch jeder gleich, dass die Mordkommission eingeschaltet ist. Versagen der Klimakontrolle, also Chef, sehr glaubwürdig klingt das ja nicht. Das müssen Sie zugeben. Ich meine, wenn es einem zu heiß wird in der Sauna, dann geht man doch einfach raus und stellt sich unter die kalte Dusche. Dusche? Die haben ein Schwimmbad mit Gegenstromanlage. Was denken Sie denn? Guten Tag, die Herren. Mein Name ist Nicola Schäufele. Ich bin die Urlaubsvertretung von einer gewissen Adelheid Möbius. Sie können Nikita zu mir sagen. Bin doch hier richtig. Mordkommission 2, Zimmer 222. Oder seid ihr das Wachsfigurenkabinett? Paul, übernehmen Sie das. Und Sie besaunen mir den Fund von den beiden... Sie besorgen mir den Befund von den beiden Saunaopfern. Die Fotos sollten jetzt auch entwickelt sein. Wenn jemand nach mir fragen sollte, bin auf Gut Auenfeld. Auf Recherche. Strobel? Wie bitte? Könnten Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Hier in der Leitung brummt... Ach, Sie sind es, Frau Baronin. Haben Sie die Zeitung gelesen? Unfall, was sonst? Allerdings gibt es da noch ein paar winzige Unstimmigkeiten, die sicherlich durch die Obduktion der Betroffenen... Obduktion, ja. Sobald ich die Ergebnisse habe, mache ich mich auf den Weg. Bitte, gnädige Frau, Sie können versichert sein. Der Fall liegt bei mir in kompetentesten Händen. Bis später. Oh, nee. Versagen der Klimakontrolle. Das gibt's doch nicht. Kommissar S. Das ist doch...
Was soll's? Ich hab Urlaub. Dehydrierung? Herzversagen? Kollaps? Herr Hauptkommissar? Danke, Herr Doktor. Chef? Pass dich doch bitte auf. Chef! Sagen Sie, ist der Chef immer so komisch? Komisch? Ja, wie der mich angeguckt hat. Naja, sagen wir, Sie sind nicht ganz sein Typ. Ich bin da wesentlich aufgeschlossener. Chef, die Befunde von den Opfern. Extreme Dehydrierung, Delirium, Kollaps, Exitus. Dehydrierung? Was für eine Todesursache soll das nun wieder sein? Zu Deutsch Austrocknung. Dem Körper wird alle Flüssigkeit entzogen. Bündnerfleisch sozusagen. Das war kein Unfall. Chef, bitte, lassen Sie mich mitkommen. Ich kenne die Baronin, ich war da. 97, um ein paar überflüssige Pfunde loszuwerden. Die hat ein Verhältnis mit Dr. Majakowski, das weiß in der Klitsche jeder. Und die Kundin, mit der in der Sauna dehydriert ist, war bestimmt auch hinter ihm her. Schilling, zügeln Sie bitte Ihre schmutzige Fantasie, ja? Verhältnis Dehydrierung. Frau Baronin Auenfeld und Dr. Majakowski waren Geschäftspartner. Genau. Und jetzt ist sie los und der Laden gehört ihr allein. Zwei Fliegen mit einer Klappe, Herr Hauptkommissar. Die klassischen Motive in einer geradezu idealen Konstellation. Eifersucht und Habgier, Geld und Liebe. Warum verschwenden Sie Ihr Talent eigentlich bei der Kripo, Schilling? Warum schreiben Sie nicht Groschenromane? Wenn Sie meinen. Morgen kommt Ihr Herr Schubert wieder aus der Kur zurück und Sie sehen mich los. Leider nicht. Dieser Simulant hat noch mal zwei Wochen Bad Gastein rausgeschunden. Nein. Und was Ihr klassisches Motiv angeht, Geld ist nicht. Dr. Majakowskis geringer Anteil an der Schönheitsklinik Gut Auenfeld fällt nach seinem Ableben seiner Tochter aus erster Ehe zu. Die Frau Baronin hat also gar nichts davon. So, jetzt sind Sie dran. Kann ich dir helfen? Nein, du hast Urlaub. Mutti, ich kann doch wenigstens das Frühstücksgeschirr. Nein. Soll ich die Torte aufschneiden? Nein, Adelheid, du machst mich nervös. Dann lass mich wenigstens den Müll runterbringen. Na ja, gut, aber nicht in die Tonne von Lehmanns. Sonst kriege ich Ärger. Alles klar, Mutti. Ich bin nicht da. Hauptkommissar Strobel. Oh Gott, was soll ich denn sagen? Egal, sei Schellen, Travemünde, jedenfalls bin ich unerreichbar. Kette! Frau Müller-Rafkleditsch, ich bin's. Die Polizei persönlich. Könnte ich bitte mal Ihre Tochter... Meine Tochter ist auf Urlaub. Das wissen Sie so gut wie ich, Herr Hauptkommissar. Mit Verlaub, aber das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Oder wo, bitteschön, solle sie sein? Mallorca, Ballermann 7, Sylt, Seychellen... Florenz, die Uffizien. Frau Milius, Florenz. Die Uffizien und dann Rom, die Sixtinische Kapelle, die Engelsburg, etc. pp. Und bitte jetzt entschuldigen Sie mich. In zwei Stunden kommen meine Damen zum Kanaster. Ich habe die Sahne noch nicht geschlagen. Frau Müller-Rafkleditsch, bitte. Ich weiß, sie ist da drin und Sie wissen das auch. Jetzt nehmen Sie endlich mal diese idiotische Kette ab. Wollen Sie etwa behaupten, ich lüge? Ja. Frau Milius, ich weiß, Sie sind da drin und können mich hören. Offenbar habe ich tatsächlich Ihren Urlaubsantrag ignoriert, was ich bedauere. Tatsache bleibt aber, dass der Antrag ohne meine Unterschrift leider auch unwirksam ist. 27 Tage, das können Sie mir nicht antun. Frau Möbius. Frau Möbius zum letzten Mal. Und ich sehe mich leider gezwungen, die Personalabteilung zu informieren. Personalabteilung? Ich höre wohl nicht recht. Jeden Tag, den Gott werden lässt, kommt meine Tochter nicht vor 19 Uhr nachts nach Hause. Und die Wochenenden, die hängt sie meistens auch noch dran. Und Sie haben die Stirn... Kripo, Frau Müller-Rafkleditsch, Kripo. Das ist kein Job, das ist eine Lebensaufgabe. Gucken Sie mich an.
Das heißt aber nicht, dass man sein Leben aufgeben muss. So, und bitte jetzt gehen Sie und lassen Sie meine Tochter in Frieden. Ah, da haben wir's. Sie ist also doch da. Oder wie meinen Sie das? In den Offizien kann sie uns ja wohl kaum hören. Oder doch, Frau Möbius? Meine Tochter ist nicht da. Basta. Na schön, wie Sie wollen. Aber dann werde ich eben morgen mit einem Hausdurchsuchungsbefehl wiederkommen. Ah. Guten Tag, gnädige Frau. Ignoriert dein Urlaub und sowas lässt du dir gefallen? Eben nicht, Mutti. Eben nicht. Rom, Florenz. Also ich muss schon sagen, Mutti, du lässt dich meinen Urlaub was kosten. Hättest du sehen sollen, wie der geguckt hat. 27 Tage, das können sie mir nicht antun. Männer. Männer. Frau Schäufele. Sind Sie wahnsinnig? Der Chef ist Junggeselle und das hier ist sowas wie sein Zuhause. Und das tun wir alles schön wieder dahin, wo Sie es gefunden haben. Warum? Da ist Schriftverkehr von 92 drunter. Der Schreibtisch vom Chef ist tabu. Nicht mal die Frau Möbius darf da dran und die darf fast alles. Gott, ist das kompliziert. Ich erkläre Ihnen das gerne. Wie wär's mit heute Abend? Oder haben Sie schon was vor? Nein. Wir könnten uns die neue Rap-Disco in Püsseldorf anschauen. Rein dienstlich, selbstverständlich. Oder ich zeige Ihnen mal unsere Stammkneipe, damit Sie sich auch ein bisschen privat über uns orientieren können. Was ist? Geht hier keiner ans Telefon? Mord 2, Apparat von Möbius. Herr Hauptkommissar. Nein, Frau Schäufele knutscht mit Herrn Pohl vor Ihrem Schreibtisch. Das war ein Scherz, Chef. Himmel. Das nächste Mal werde ich versuchen zu lachen. Aber jetzt setzen Sie sich in Ihren Wagen, Schubert, und fahren zur Wohnung von Frau Möbius. Frau Möbius ist in Urlaub, Chef. Und nehmen die Observierung der Immobilie auf. Pohl soll sie um 20 Uhr ablösen. Was will er? Wo ist er? Rund um die Uhr? Ja, was soll das dem Fall gut Auenfeld? Der ist Chefsache. Ich bin unterwegs denn. Also, ziehen Sie los. Frau Möbius ist in Ihrer Wohnung und ich fresse meinen Dienstausweis. Hallo. Schubert, ich verlasse mich auf Sie. Ende. Chef! Gott, das ist ja furchtbar. Tja, das können Sie laut sagen. Wir sollen die Wohnung von Frau Möbius beschatten, rund um die Uhr. Ja, da sind nicht mehr alle. Nein, ich meine die Fotos hier. Allein der Gedanke, in einer Sauna eingeschlossen zu sein, das ist ja fürchterlich. Na ja, also nach 24 Stunden sind Sie im Delirium, da kriegen Sie nicht mehr viel mit. Es sei denn, die beiden haben sich übernommen und sind in der Hitze umgekippt. Herzversagen, beide zur gleichen Zeit, also Schilling. Sagen Sie, wie meinen Sie übernommen? Das kann ich Ihnen gern ausführlicher erklären nach Feierabend. Das geht nicht. Da bin ich schon mit Herrn Pohl verabredet. Daraus wird nichts. Sie sollen mich um 20 Uhr ablösen. Ablösen? Ich denke gar nicht dran. Das ist doch reine Schikane vom Chef. Wenn Sie sich das gefallen lassen, bitte. Aber nicht mit mir. Tag. Guten Tag. Ich bin mit Frau Baronin verabredet. Gibt es schon was Neues, Herr Kommissar? Hauptkommissar, bitte. Verzeihung. Eine Frage. Sie sind ja schon einige Zeit hier im Haus. Es soll da Gerüchte geben, dass der Chefarzt hier, Dr. Majakowski, und die Frau Baronin, wie soll ich sagen, liiert waren. Liiert? Sie wissen, was ich meine. Nein. Vergessen Sie für einen Augenblick, dass ich Polizist bin. Es bleibt alles unter uns. Entschuldigen Sie, Herr Hauptkommissar, aber ich möchte meinen Job nicht verlieren. Warum fragen Sie das die Baronin nicht selbst? Ja, sehr gut. Wenn Sie mich dann bitte bei ihr avisieren würden.
Der Herr Siegloff, der Ehemann des Unfallopfers, ist gerade bei ihr. Ja, das passt ja wunderbar. Frau Baronin, Herr Hauptkommissar Strobel ist hier. Ja, die Frau Baronin erwartet Sie. Kommen Sie bitte. Vom Ring meiner Frau trotzdem zurück. 40.000 Mark hat mich der Klunker gekostet. In Liebe zum 10. Hochzeitstag. Und die geht mit ihrem Onkel Doktor in die Sauna, diese Schlampe. Frau Baronin, tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Tag, Herr Siegloff. Ich störe doch hoffentlich nicht. Sie stören doch nicht, Herr Kommissar. Bitte setzen Sie sich doch. Im Gegenteil, im Gegenteil. Dann können Sie vielleicht die Sauna wieder freigeben. Warum ist die überhaupt versiegelt? Ich dachte, es war ein Unfall, oder? Bis der Fall endgültig geklärt ist, muss ich leider darauf bestehen. Wie lange, Herr Kommissar? Die Sauna ist ein unersetzlich wichtiger Bestandteil unseres Programms. 14 vorzeitige Abreisen und nach Ihrem Interview in der Regenbogenpresse 42 Stornierungen. Was haben Sie denn mit den geschäftlichen Belangen von Gut Auenfeld zu tun? Das ist ein Gut. Der Laden gehört mir hier zur Hälfte. Ach was? Ja, wie dem auch sei. Sie glauben, dass es ein Unfall war? Ich glaube, dass es ein Unfall war. Aber der Staatsanwalt will wissen, dass es ein Unfall war. Deshalb kann die Sauna erst wieder freigegeben werden, wenn alle Phasen der Beweisführung durchschritten sind. Und während Sie gemütlich Ihre Phasen durchschreiten, verliert die Gut Auenfeld GmbH Zigtausende. Herr Siegloff, so kommen wir doch nicht weiter. Sehr richtig. Ganz unter uns. Der Tod Ihrer Gattin scheint Sie nicht sonderlich zu erschüttern, wenn ich das mal feststellen darf. Dürfen Sie. Dürfen Sie. Was würden Sie denn machen, wenn Ihre Frau mit einem anderen Mann nackt in der Sauna umkippen würde? Ihren Beruf aufgeben? Ich bin nicht verheiratet. Eben. Dann will ich Ihren Ermittlungen mal nicht weiter im Wege stehen. Guten Tag. Ich muss Sie allerdings bitten, erreichbar zu bleiben und keine größeren Reisen zu unternehmen. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Tja, nichts. Das sagen wir immer. Die Macht der Gewohnheit. Ich würde mich an Ihrer Stelle dennoch daran halten. Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Was tun Sie hinter unserer Mülltonne? Ich beschatte Ihre Wohnung. Befehl vom Chef. Aber ich bin froh, dass Sie wirklich zu Hause sind. Ich muss mit Ihnen reden. Aber... Es geht sozusagen um Leben und Tod. Nun reden Sie schon. Haben Sie die Zeitung von heute zufällig gelesen? Kommissar S. Punkt? Habe ich. S. steht für Strobel. Dachte ich mir. Diskretion. Die Hauptverdächtige gehört zu den oberen 10.000 und die Gattin unseres obersten Dienstherrn lässt sich auf der Farm in regelmäßigen Abständen liften. Ein Betriebsunfall. Mord, Frau Möbius. Doppelmord. Ich bin im Urlaub, Herr Schilling. Falls Ihnen das auch entgangen sein soll. Ist es mir nicht, glauben Sie mir. Dafür sorgt schon Ihre Urlaubsvertretung. Frau Schäufele von der Pathologie. Jedenfalls, wenn Sie nach Ihrem Urlaub zurückkommen, wird es mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit die Mord 2 in ihrer traditionellen Form nicht mehr geben. Können Sie Ihre Unkenrufe etwas weniger geschwollen formulieren? Ich verstehe kein Wort. Frau Möbius, Sie sind keine 2 Stunden im Urlaub, da wartet Kommissar S. Punkt schon bis zur Schmerzgrenze im Morast. Unfall? 2 Menschen sitzen gemütlich in der Sauna, bis sie tot umfallen, dass ich nicht lache. So wie ich das sehe, wurde die Saunatür von außen verrammelt und jemand hat den Thermostat hochgedreht. Sag ich doch. Nur wer ist jemand? Die Baronin kann es nicht gewesen sein. Ach nein. Unangenehmer Mensch, dieser Herr Siegloff. Was? Das bringt das Geschäft mit sich. Man kann sich seine Geschäftspartner eben nicht aussuchen. Aber nette Menschen wie Sie oder ich sind ja in der Regel nicht so erfolgreich. Ich meine finanziell. Oh, Entschuldigung, möchten Sie auch ein Glas? Das kommt ganz darauf an, ob ich dienstlich hier bin oder als Freund der Familie. Scotch oder Cognac? Beides. Ich meine, wie Sie meinen. Ich trinke grundsätzlich erst ab 17 Uhr, aber seit Dr. Majakowski... Also, ich kann es immer noch nicht fassen. Er stand Ihnen nahe. Er war ein so begabter Arzt, so ein, ja, außergewöhnlicher, wie soll ich sagen... Wunderbarer Mensch. Ich kann Sie nur bewundern, Frau Baronin, wie Sie das so
wegstecken. Da spürt man eben doch die, wie soll ich sagen, Klasse. Was ich sonst so erlebe, in meinem Beruf, sie machen sich keine Vorstellung. Also die meisten normalen Menschen. Der breite Mann von der Straße, wie ich zum Beispiel, wir haben uns da emotional nicht so unter Kontrolle. Contenance, Herr Kommissar, wie es da drin aussieht, gibt keinen was an. Goethe. Bettina von Arnim. Ja, ja, sehr gut. Also? Auf die Liebe und den Tod. Übrigens, Sie wollten mir von der Obduktion berichten. Ja, richtig. Das heißt, eigentlich suche ich die Antwort auf eine andere Frage. Was hatte Dr. Majakowski eigentlich in der Sauna verloren? Alleine, mit einer Patientin, unbekleidet. Ich meine, dass auch Ihnen diese Tatsache irgendwie befremdlich erscheinen muss. Frau Siegloff litt unter Klaustrophobie. Das soll häufiger vorkommen. Andererseits, wenn ein Arzt dabei ist, wirkt das natürlich sehr beruhigend. Ja, Klaustrophobie. Sehr gut, das kenne ich. Flugzeuge, das ist kein Problem. Ach. Mittelreihe, eingezwängt zwischen Kreti und Pleti. In einer tonnenschweren Aluminiumröhre. In 10.000 Meter Höhe, mein lieber Scholli. Fliegen Sie in First Class? Erster Klasse? Es gibt nur zwei Klassen, First Class oder No Class. Karl Marx. Oscar Wilde. Zuerst hatte ich auch die Baronin in Verdacht, aber sie hat kein Motiv. Sie hatte zwar wahrscheinlich ein Verhältnis mit ihm, aber vererbt hat Dr. Majakowski seinen kleinen Anteil am Geschäft seiner Tochter aus erster Ehe. Wer sagt das? Hauptkommissar S. Strobel, ja. Und ausnahmsweise hat er recht. Ich habe das recherchiert. Das Gut war bis übers Dach verschuldet. Die Baronin hat Investoren aufgetrieben und die Schönheitsfarm aufgemacht. Und der eigentliche Eigentümer ist jetzt der Mann von Karin Siegloff. Nur die Immobilie, sprich Gut Auenfeld, gehört der Baronin. Dann war eben nicht Geld das Motiv, sondern Eifersucht. Und als Frau würde ich sagen, das reicht, um eine Saunatür zu verrammeln. Als ich damals Eugen mit der Blonden von der Sitte erwischt habe, hätte ich ihn liebend gern in die Mikrowelle gesperrt und ihm eingeheizt. Frau Möbius. Ich bin nicht adliger Abstammung, aber Damen aus der Ecke ticken eventuell anders. Sie müssen Ihren Urlaub verschieben, Frau Möbius. Ehrlich, Herr Schilling. Sie und Herr Pohl sollten doch in der Lage sein, den Fall zu lösen. Pohl, der läuft doch nur noch rum wie ein liebeskranker Penäler. Frau Schäufele? Kommt erschwerend hinzu. Sie haben mich nicht gesehen, Herr Schilling. Ist das klar? Sagen Sie das Pohl. Der hätte mich längst abholen sollen. Mir reicht's für heute. Bitte, Frau Möbius, Sie müssen Ihren Urlaub ein andermal nehmen. Ich kann nicht. Und ich will nicht. Adelheid, wo bleibst du denn so lange? Und wo willst du hin? Ich muss mal schnell ins Präsidium. Dauert nicht lange. Bin in einer halben Stunde wieder da. Adelheid, du bist ein hoffnungsloser Fall. Stimmt, Mutti. Strobel? Ja, können Sie mal eben jemand hochschicken? Ich habe da ein paar Beweisstücke, die müssen im Labor auf Fingerabdrücke untersucht werden. Ja, und er soll ein paar Plastiktüten mitbringen. Danke.
to me. Can't you see? Everything I hope for. Oh shit. Ist so cool. Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen, Chef? Ich verstehe kein Wort. Ich habe gesagt, Sie sollen Ihren Allerwertesten in Bewegung setzen und die Wohnung von Frau Möbius beschatten. 20 Uhr. Hat Ihnen Schubert nichts gesagt? Was? Jetzt? Ich hab Feierabend. Wo treibt es sich überhaupt rum? Etwa mit dieser Vertretung? Mit dem Ohrring im, wie heißt es, Bauchnabel? Pol, ich muss mich doch sehr wundern. Immerhin habe ich immer geglaubt, für Sie und Marion... Das ist mein Privatleben, Chef, und das geht keinem was an. Klar, Ihr Privatleben bleibt unter uns. Also... Ich erwarte Ihre Einsatzbestätigung vom Observierungsort in exakt 20 Minuten. Ende. Na, ihr Hübschen. Mit. So gut wie ihr möchte ich es auch mal haben. Den ganzen Tag im wohltemperierten Swimmingpool herumwimmeln und ab und zu kommt Frau Möbius vorbei und bringt was zu fressen, nicht? Ja. Ja. Guten Abend. Hier, die Gläser. Vorsichtig einpacken und beschriften. Das mit Lippenstift ist von der Baronin Auenfeld, das ohne Konrad Siegloff. Können Sie sich das merken? Ich denke schon. Toll, weil ich habe Feierabend. Marion, wenn ich's dir doch sage. Jetzt sei nicht so misstrauisch. Ach du grüne Neune, Frau Möbius, ich melde mich wieder. Was machen Sie denn hier? Hat Pol Sie etwa abgelöst? Schilling, Chef. Schilling. Ja, von mir aus. Ich habe trotzdem Feierabend. Also bitte keine Mordtheorien. Frau Möbius haben Sie natürlich nicht gefunden. Doch. Na ja? Ja, sie ist zu Hause. Na, wer sagt's denn? Zahlen bitte. Aber sagen Sie ihr bitte nicht, dass ich Sie verpfiffen habe. Im Gegenteil, Sie dürfen mich jetzt gleich zu ihr fahren. Ich habe nämlich schon 2 Bier intus. Bitte nicht, Chef. 3 Bier, 3 Korn macht genau 21. Ja, stimmt so. Also, Schubert, das müssen Sie sich abgewöhnen. Ich habe keine Lust, alle meine Anordnungen zweimal zu wiederholen. Also, wo steht Ihr Wagen? Wo Schuberts Wagen steht, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Schillings Wagen steht draußen vor der Tür. Schilling, Schubert, jetzt werden Sie nicht impertinent. Wir beide wissen schließlich, wer gemeint ist. Und Sie können nicht verlangen, dass ich mir nur wegen Ihres kurzen Gastspiels beim Mord 2 ständig einen neuen Namen merke. Kurzes Gastspiel? Schubert sehen Sie allenfalls auf der Verabschiedung aus dem öffentlichen Dienst wieder. Oder vielleicht auch erst auf seiner Beerdigung. Soll das heißen, es gefällt Ihnen bei uns nicht? Nein. Aber... Also, kommen Sie. Mutti, wie wär's? Wir machen uns ein Fläschchen auf und gucken fern zusammen. Um diese Zeit? Ja, ich kann ausschlafen morgen. Ich hab Urlaub. Aber ich nicht. Ich hab der Frau Lehmann versprochen, auf ihre kleine Tochter aufzupassen. Die muss aufs Arbeitsamt. Lass nur, das wird der Herr Pohl sein. Na, Benz. Schon da? Frau Möbius, ich kann das leider nicht so locker sehen. Rund um die Uhrüberwachung. Kommen Sie rein. Na, Frau Müller-Graf-Kleditsch. Also ich geb's auf. Mir geht's ja schlimmer zu als auf der Davidswache. Herr Pohl. Haben Sie die Fotos gesehen? Woher haben Sie die? Sie waren im Präsidium. Nach den Goldfischen schauen. Da ist Ihnen das aufgefallen. Der Ring? Der Stein fehlt. Das ist nur die Fassung. Und? Und. Warum fehlt der Stein? Und wo ist er? Fragen Sie mich was Leichteres. Ich rufe jetzt den Chef an und werde ihm mitteilen, dass Sie hier sind. Das werden Sie schön bleiben lassen. Ich bin in der Pension Anna am Lütchensee. Versetzen Sie sich mal in die Lage der Frau. Eingeschlossen in einer Sauna im Keller. Keine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Frau Möbius, Hauptkommissar Strobel hat den Fall zur Chefsache erklärt. Wir fahren hin. Sie sind doch mit Ihrem Wagen da. Adelheid! Ja, wohin? Gut Auenfeld. Also ich geb's auf. Warum machst du denn nicht gleich im Präsidium Urlaub?
Frau Möbius, ich muss nach Hause. Marion läuft sonst amok. Sie sollen mich beschatten, also beschatten Sie mich. Lassen Sie sich eben etwas einfallen. So schwer kann das doch nicht sein, die Baronin abzulenken, während ich die Sauna inspiziere. Was soll ich denn mit dem machen? Skat spielen? Nein, Frau Möbius. Wollen Sie den Fall lösen oder dem Chef überlassen? Ja schon, aber was Sie da vorhaben, verstößt gegen jede nur erdenkliche Dienstvorschrift. Ich bin nicht im Dienst, wenn ich Sie daran erinnern darf. Wo ist sie? Wo ist diese Frau? Das ist ja die Höhe. Haben Sie einen Hausdurchsuchungsbefehl, Herr Hauptkommissar? Aus dem Weg. Meine Tochter ist nicht da. Wie oft soll ich Ihnen denn das jetzt noch sagen? Frau Müller-Gavklenitsch, ich bin ein gutmütiger Trottel, ich weiß. Aber auch meine Geduld hat Grenzen. Frau Möbius, kommen Sie raus. Oder ich trete die Tür ein. Bitte sehr. Und jetzt gehen Sie. Oder ich rufe die Polizei. Ist schon da. Bitte, wo ist sie, Frau Müller-Gavklenitsch? Mit Herrn Pohl. Auf Gut Auenfeld. Gut Auenfeld? Auf Urlaub? Wie? Schön wär's. Aber das sage ich Ihnen. Der Tag wird nicht als Urlaubstag angerechnet. Das wäre ja noch schöner. JWD Gut Auenfeld. Die Beautyform. Ja, mit der Frau Möbius. Himmel, Marion, wofür hältst du mich? Was machen Sie hier? Sie sind Herr Siegloff. Ihr Foto ist in der Zeitung. Sie suchen den Stein, wie? Ich habe mich auch gewundert. Wie? Sind Sie Gast hier oder was? Ja. Ich habe mich im Moorbad mit Ihrer Gattin angefreundet. Ach so. Sie denken doch auch ziemlich kleinkariert von mir, was? Die Frau, der gehört hat, ist tot. Und der Mann hat nur das Geld im Kopf. Ich habe mich damals wegen Katrin scheiden lassen, Frau... Möbius. Ich habe sie praktisch von ganz unten geholt. Und das ist ihr gemacht, was sie heute ist. Die Frau eines erfolgreichen Geschäftsmanns. Meine Frau. Nichts war mir für sie zu teuer. Busen, Nase, Hüften, alles operiert. Schönheitsoperation hat mich ein Vermögen gekostet. Und jedes Jahr ein neues Auto. Klamotten, tonnenweise. Und Klunker. Ach! Da ist er, ja. 40.000 Mark. Und warum der Stein aus der Fassung gebrochen ist, interessiert Sie gar nicht. Wie? Was meinen Sie? Mark. Das ist doch keine Fassung wie aus dem Kaugummiautomaten. Da muss man doch Gewalt anwenden, oder? Damit so ein Stein ausbricht. Und jetzt
Versetzen Sie sich mal in die Lage Ihrer Frau, Herr Sieglaff. Eingesperrt im Keller, in einer Sauna. Vielleicht hat sie sogar gesehen, wer die Tür verrammelt hat. Nur, wem kann sie es sagen hier? Kein Telefon, kein Papier, nur ein Handtuch und dieser Eimer und die Bank. Und ein Ring mit einem Diamanten, der, wie wir wissen, aus dem härtesten Material besteht, das wir kennen. Und mit dem sie mit letzter Kraft mein Mann hat uns umgebracht. Und ich kann Ihnen auch sagen, wie. Aber das erzählen Sie lieber selbst der Polizei. Frau Milius! Warten Sie! Frau Milius, warten Sie doch! Frau Milius! Was wollen Sie? Geben Sie mir den Eimer! Lassen! Geben Sie mir sofort den Eimer! Lassen! Geben Sie mir den Eimer! Frau Milius, geben Sie mir sofort den Eimer! Kollege Schilling und der Chef. Diese Ratte hat Frau Möbius ans Messer geliefert und ich kann es wieder ausborden. Tschüss, Marion. Wohl? Sie haben genau 3 Sekunden, um mir zu erklären. Erstens, was machen Sie hier? Zweitens, wo ist Frau Möbius? Drittens, auf welcher Kreuzung in Hamburg wollen Sie ab morgen den Verkehr regeln? Frau Möbius wollte sich nur kurz Prospekte holen für ihren Urlaub. Wohl? In der Sauna, nehme ich an, falls sie nicht erwischt worden ist. Still! Los! Mir schwant Schreckliches. Hände hoch. Festnehmen. Prometheus, alles in Ordnung? Was geht hier vor, Herr Kommissar? Das wird Ihnen meine Sekretärin gleich erzählen. Wenn sie ausgehustet hat, darf ich beantworten. Baronin von Auenfeld, Frau Möbius. Der Eimer. Hier. Auf den Eimer hat Frau Sieglaff den Namen ihres Mörders geritzt. Mit dem Diamanten ihres Rings. Herr Sieglaff hat die beiden in der Sauna eingesperrt. Sie? Also doch. Aber Herr Sieglaff hätte vielleicht gar nichts erfahren von den Eskapaden seiner Frau, wenn es ihm nicht jemand verraten hätte. Sie sind der eigentliche Mörder. Sie haben Herrn Sieglaff angerufen, oder? Weil Sie eifersüchtig waren auf Ihren Herrn Doktor. So war es doch, oder? Ja. Tut mir leid, Chef. Eigentlich hatte ich mir meinen Urlaub anders vorgestellt. Hier, hol, stellen Sie den Eimer sicher. So, kommen Sie. Oh nein, ich fürchte, ich habe mich erkältet. So, ja. Haben Sie also doch Ihre Kontenance verloren. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, hätte ich nicht gedacht. So, hier ist der Tee. Schmeckt scheußlich, aber stärkt das Immunsystem, was auch immer das sein soll. Bitte keine Besuche. Ist nur die Frau Schmidthammer, die bringt die elektrische Heizdecke. Du musst ordentlich schwitzen. Fudi. Hier, sehen Sie sich das an.
Das ist eine Erkältung, kann unmöglich als Urlaub angerechnet werden. Soll es auch nicht. Hallo? Hallo? Ich dachte mir, ich gucke mal nach, wie es Ihnen geht. Bitte sehr. Ich richte es. Großen und Langstiel noch oben rein. Hoffentlich hat man eine passende Vase. Ja. Sieglauf hat gestanden. Außerdem haben wir seine Fingerabdrücke gefunden. Auf dem Saunathermostat. Kleiner Beitrag meinerseits zur Lösung des Falles. Herrgott, jetzt saget Sie schon. Wie bitte? Dass Ihnen die Frau Schäufel auf den Keks geht und Sie keinen Tag länger ohne mich auskommen können. Schubert auf Kur, Sie in Urlaub, ich meine krank. Und dann dieser Warmduscher, dieser Schilling. Jetzt auch noch die Frau Schäufele. Was zu viel ist zu viel, Frau Mögers. Ich dachte mal, was Jüngeres im Vorzimmer wäre doch ganz nett zur Abwechslung. Nett? Sie hat einen Brillanten im Bauchnabel und eine Tätowierung auf dem, wie heißt, Brustansatz. Ein Delfin. Kollege Pohl hat ihn selber gesehen, sagt er. Wie entsetzlich. Da werde ich wohl auf meinen Urlaub verzichten müssen. Im Gegenteil, Frau Möbius. Sie könnten sich doch, na sagen wir, eine Woche lang ein bisschen aufmöbeln lassen. Auf Gut Auenfeld. Auf Kosten der Baronin. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Das ist lieb von Ihnen. Aber eins ist mir klar geworden. In unserem Alter, Chef. Da ist das Leben zu kurz. Und zu aufregend, um es mit Urlaub zu verschwenden. Fontane? Eichendorf? De. Böbius.